We've got homes in the home and away end. Yeah. Feuchtfröhliche Stimmung bei den englischen Fans vor dem UEFA Nations League Spiel der Three Lions gegen die deutsche Fußballnationalmannschaft in der Allianz Arena. Viele Engländer sind schon seit mehreren Tagen in München am Feiern, auch heute Mittag in der Innenstadt. Das wird ein geiles Spiel. Wir werden Deutschland schlagen. Ich freue mich wirklich auf das Spiel. Ich bin das erste Mal in München. Ich freue mich sehr. Mein erstes Auswärtsspiel in Deutschland. So eine schöne Stadt. Es ist schön, hier zu sein mit so vielen englischen Fans. Die Lage in der Münchner Innenstadt heute recht friedlich. Überschattet wird das jedoch von sogenannten Problemfans. Manchen von ihnen wurde sogar die Einreise nach Deutschland verweigert. Mit Liedern aus dem Zweiten Weltkrieg und dem Hitlergruß fällt ein Teil der englischen Anhänger besonders negativ auf. Auch gestern schon kam es zu unschönen Szenen in der Ingolstädter Straße. Kurz nach 3:30 gab es eine Feuermeldung, also erstmal für uns nichts Spektakuläres. Wobei sich aber dann herausgestellt hat, als die Kolleginnen und Kollegen vor Ort waren, dass der erste Stock eines Hotels schon komplett verraucht war. Die Ursache dieser Rauchentwicklung war doch etwas außergewöhnlicher für uns, weil ein englischer Fan, ein englischer Fußballanfänger, einen Bengalo, also eine Bengalo-Fackel in seinem Zimmer abgebrannt hat. Das war für uns doch schon sehr außergewöhnlich. Ein schwieriger Fall für die Feuerwehr. Da haben dann die Kollegen erstens ganz normal natürliche Belüftung, also die Fenster aufgemacht, aber dann auch mit sogenannten Hochleistungslüftern das Ganze etwas beschleunigt. Auf den Krawallstifter aus England kommt jetzt eine saftige Strafe zu. Der Verursacher fand oder hat es nicht so verstanden, dass die Feuerwehr da ziemlich rabiat vorgegangen ist. Wir haben das Ganze dann auch an die Polizei übergeben. Also für uns war wichtig, dass keine Gefahr mehr bestand und den Rest des Sachverhalts klärt die Polizei München. Aber man kann so viel schon dazu sagen, der Herr wird die Rechnung selber bezahlen müssen. Circa 5000 englische Fans wollen ihre Mannschaft heute Abend anfeuern. Die Stadt München hofft auf einen ruhigen Verlauf. Denn bereits beim letzten Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften vor 5 Jahren in Dortmund kam es zu ähnlichen respektlosen Aktionen.